Herzlich willkommen und schönen guten Tag zum Medientalk. Da sind wir wieder. Heute ganz toll. Der Jo hat sich in weiß gekleidet. Unschuld, ich bin ein bisschen dunkel in schwarz unterwegs. Wir hatten nämlich überlegt, ob wir dieses Format nicht gut oder böse oder gut und böse nennen. Ja, ja. Der Jo hat die weiße Weste an, das ist gut. Beschmutzt, aber gut. Genau. Wollen wir kurz einmal sprechen über den medialen Status, das Image von Deutschland in der Welt während der EM. Ja. Wir haben ja interessante Geschichten gehört, sogar New York, habe ich gehört. Die New York Times hat einen Bericht geschrieben über das kaputte Deutschland. Hast du das gehört? Hast du das verfolgt? Ja, ich mitbekommen. Also ich glaube, es ging dann unter anderem um verspätete Züge und ICEs. Wir haben uns ja schon daran gewöhnt, damit zu leben, mit so einer kaputten Infrastruktur. Trotz allem glaube ich, dass es vielen immer noch nicht bewusst ist, dass unser Image, und zwar Image leider auch zu einem größeren Teil zu Recht, einfach nicht mehr das einer funktionierenden Gesellschaft ist. Und ich will auch sofort einen dazu reinschmeißen. Das hat zwar nicht die New York Times geschrieben, aber als ich jetzt selbst vom Spiegel, über den haben wir schon häufiger gesprochen, der nicht unbedingt immer grün links feindlich war, so klar sagt, was wir da jetzt im Moment erleben, auch zum Beispiel im Mittelstand mit Rechtfertigungspflicht, mit Berichtspflicht, wofür selbst kleinere, mittlere Unternehmen Leute eigens anstellen müssen, nur um ständig zu berichten darüber, was sie gemacht haben. Und mein Eindruck ist, und das ist, glaube ich, da treffen wir uns ja sogar, dass Befindlichkeit ist es in dem Fall nicht, aber Worte, Behauptungen, Symbole wichtiger sind als Taten. Und das ist, glaube ich, eine der ganz, ganz großen Dinge. Also man hat die richtige Einstellung, man ist für natürlich Frieden, man ist natürlich zu Recht selbstverständlich für Klimaschutz. Aber die Behauptung und ein paar symbolische Akte werden dann für die Taten genommen. Und das ist wirklich verheerend. Also wir haben ja das Bundesbahn ist jetzt ein schönes Thema, aber das haben alle, also das kam ja von allen. Und sogar das Tolle ist das, Philipp Lahm ist ja eingesetzt in einer feinen Kooperation. Der fährt ja, berichtet ja von den Spielen und fährt immer mit der Bahn dahin. Oh shit. Ist jetzt dumm gelaufen. Er hat dann einen Clip gemacht. Zu spät, Mann. Genau, er ist leider mit der Deutschen Bahn gefahren. Aber er fährt auch weiter mit der Deutschen Bahn, hat er gesagt. Es ist so, dass wir drüber lachen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so einfach so ganz ungestraft sagen darf. Lustig ist das nicht. Aber ich sag's einfach mal. Wenn du alles lernen willst über das Unglück Deutsche Bahn, wenn du alles wissen willst darüber, warum das so ist, wenn du Partywissen in einfacher Form dargeboten haben möchtest, wie das mit der Bahn ist, was die Probleme sind, woran die Bahn krankt und warum es auch in nächster Zukunft nicht gut sein wird und überhaupt, wie der Bahnvorstand heißt und warum der keinen Vornamen hat. Wenn du diese ganzen Sachen alle erfahren möchtest, dann musst du tatsächlich Julian Reichelt im Gespräch mit Weselski anhören. Ich habe das gehört, dass es da ein Interview gibt, das Julian Reichelt das geführt hat. Zwei höchst unangenehme Figuren. Deswegen sage ich dir. Deshalb muss ich es auf jeden Fall sehen. Und das habe ich genau das. Ich habe gedacht, wer nimmt da jetzt eigentlich wen was? Worum geht es? Streiks? Wird das Land wird er rechtfertigen, wie er das Land erpresst hat und so? Ganz viele negative Vibes. Müssen wir Weselski erläutern? Ich glaube nicht. Nein, Weselski kennt jeder. Der Chef der GDL, glaube ich. Genau, ne? So heißt die Gewerkschaft. Und der hat ja gefühlt sozusagen Deutschland erpresst, von wegen jetzt in den Feiertagen und sowas alles immer wieder. So, ein Mensch, der bei mir wirklich negativ besetzt ist. Ja, also auch von seinen Auftritten negativ besetzt. Ja. Und Julian Reichelt. Das Sächsische hat in dem Fall nichts gegen Sachsen, nein, aber es hat nicht geholfen. Hat nicht geholfen, es ihn sympathischer zu machen oder niedlicher. Und dann haben wir Julian Reichelt und auch den sehe ich in manchen Sachen kritisch. Wobei ich sagen muss, ganz oft geht es mir so, wenn ich, und ich höre mir das schon regelmäßig an, was er macht. Und es ist schon so, also jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du es weißt, das erfolgreichste Newsportal auf Spotify ist News Daily. Und das ist richtig gut gemacht. Das ist optisch gut gemacht, das ist inhaltlich gut gemacht. Muss man schon sagen, schlägt die Tagesschau in den Inhalten um Längen. Ist einfach so. Aber diese beiden Figuren also, die ja bei weitem, also eher negativ dastehen, haben ein Interview geführt. In dem Interview redet Julian Reichelt relativ wenig, weil er stellt eigentlich nur ein paar Fragen und der Weselski redet relativ viel. Es dauert, ich würde mal sagen, 3 Minuten. Dann fängst du an, diesen Herrn Weselski zu lieben. Das dauert 10 Minuten, dann sagst du, das glaube ich jetzt nicht. Es dauert 30 Minuten und dann hörst du es dir danach nochmal an, weil er kann so klar und so deutlich über die Probleme der Bundesbahn diskutieren, wie ich das noch nie gehört habe. Und wenn du das gehört hast und merkst es dir ein bisschen, dann hast du alles Fachwissen, was du brauchst. Er erzählt dir, also sie haben ja jetzt Folgendes gemacht, sie haben jetzt gesagt, bis 2070, schlecht für uns beide, bis 2070 fahren die Züge wieder pünktlich. Dann lieber Sita Cuisses, wirklich, also dann sagst du gar nichts, aber...
nicht dreist. So etwas. Das ist, na, weißt ja, du, was das ist? Es ist irre. Es ist unglaublich irre. Dreist, es ist, weil es ja voraussetzt, dass die Menschen saudumm alle sind, ja, dass sie sich verarschen lassen. Es ist unglaublich dreist. Es ist auch ehrlich gesagt, also von wegen, sie entfernen sich von jeder Pflicht, von jeder Messbarkeit, von allem. Wer kann das denn noch messen, was 2070, was die heute sagen? Das ist die Welt ist, das ist wirklich anders. Bullshit. Also, ja. Aber auch das erklärt er dir, was dahinter steckt und wer das alles macht und was da passiert und wie viel Inkompetenz da ist und wie viel Kohle da ist. Kannst du dir vorstellen, dass es in Führungsebene 3500 Fachkräfte bei der Bahn gibt, die alle Dienstwagen haben? Und da sagt der Wieselski ganz richtig. Bei der Bundesbahn, ja. man betone genau. Bahn. Und dann, die verlassen sich nicht drauf, dass die Bahn fährt, sondern... Und dann sagt der Wieselski, jeder von uns, der in Meetings kommen will, jeder von der Bahn, der pünktlich sein will, der fährt nicht mit der Bahn. Und deswegen wissen die auch gar nicht, was da passiert. Er sagt, ich fahre immer mit der Bahn und ich komme oft zu spät. Das aber ich fahre mit der Bahn. Streik so, das ist erst ein Text. Genau. Und dann kommen so skurrile Sachen raus, wie, also wenn du wirklich willst, ne, dass die Bahn pünktlich ist, wenn du Garantie haben willst, dass du heute, dass dann ein Zug fährt und so, dann musst du während eines Streiks fahren. Mhm. Weil während des Streiks sind alle Züge pünktlich. Das ist mir auch so gegangen. Ja. Stimmt. Und weißt du, woran das liegt? Ja. Das liegt daran, dass es einen Krisenfahrplan gibt, der auf 20% Verkehr programmiert ist. Und dann funktioniert es. Deshalb sollte man einfach nur noch 20% alle Züge fahren lassen. Das ist wirklich irre. Und ich möchte wirklich jedem empfehlen, sich dieses Interview anzuhören, weil es erstens, glaube ich, ist es so, dass es eigentlich ungerecht ist, dass der Wieselski so dasteht, wie er dasteht. Muss man sagen. Ja, wenn du das dann hörst, dann merkst du plötzlich, okay, und der Mann kennt sich aus. Und ich habe am Ende des Gesprächs, habe ich gedacht, ich will, dass der Mann Wirtschaftsminister wird. Mhm. Weil er kennt sich nämlich mit Wirtschaft, mit den Zusammenhängen, die dahinter sind. Strukturelle Themen kennt er in- und auswendig. Mhm. Der Typ ist wirklich, also ich weiß gar nicht, vielleicht deswegen, weil ich ihn so nieder eingeschätzt habe, bin ich jetzt so begeistert. Klar. Aber ich war wirklich angetan. Mhm. Hier meine Antwort. Erstens, und das kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zurück, was ich generell unterstreichen würde, mir geht das ja genauso, weil Wieselski unterreichelt. Ja. Wir müssen, oder ich muss das, und wir müssen es eigentlich ständig, unsere Antipathien aufgrund äußerer Eigenschaften und bestimmte Eigenschaften, die Leute haben, trennen von Argumenten. Da ist man schon mal ein ordentliches Stück weiter. Entschuldigung, Wieselski ist mir ähnlich gegangen wie dir schon vor etlichen Wochen, nicht bei Reichelt, weil er natürlich auch so die Punkte sehr wohl und häufig aufgezählt hat, was ich einfach nicht ertrage, das muss ich gestehen. Also das Sächsische finde ich, ich habe auch kenne wunderbare, schöne Sächsinnen und Sachsen und alles Mögliche, also davon bin ich schon lange weg. Aber diese ständige Kampfeslust und Konfrontationslust, vielleicht muss man das, macht es mir nicht sympathischer. Umso wichtiger ist natürlich genau, Argumenten zuzuhören. Bei Reichelt sehe ich das genauso. Reichelt ist von vom Ansatz erstmal definitiv nicht die Figur, die ich jetzt als äußerst oder nur seriösen Journalisten ansehen würde. Meinungsjournalismus, prima, das ist auch solches gekennzeichnet. Absolut. Dann hat das jede Rechtfertigung der Welt, wenn man es denn weiß. Und zugleich, völlig richtig, hinhören, immer nur im Einzelnen, was wir aber fast alle machen, wir haben das ja schon mal gehabt, Kollektiv Leuten Eigenschaften zuzuweisen, die für eine ganze Gruppe gelten, die aber nie für die Einzelnen, der Älteren gelten muss. Oder auch Einzelnen, wie jetzt Reichelt Wieselski, aufgrund bestimmter prägnanter Eigenschaften, bei Wieselski werde ich nach wie vor nicht der große Fan werden, vom Auftritt her, von seiner Wortwahl her, von seiner Erpressergeschichte, nötig oder nicht. Aber das einfach voneinander zu trennen, das finde ich einen absoluten wichtigen Punkt. Wenn du das gehört hast und nimmst das, was er sagt und warum und wieso und weshalb und was auf der anderen Seite passiert, dann merkst du auch, dass die Bild-Zeitung, die ja im Prinzip diejenigen sind, die am meisten dieses Wieselski-Bild auch geprägt haben, weil sie am lautesten waren, weil sie die lautesten Schlagzeilen gemacht haben, die haben das so dargestellt, dass sie Klicks generieren. Die haben einfach eins gemacht. Klar. Die haben Böse, Antipathien geschafft. Der Böse. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Besten. Also die besten Filme, die besten Messer in Westkrimis ist Kinski, bestes Beispiel. Ja. Wieselski, der Kinski der deutschen Bahngesellschaft. Natürlich fand ich schon auch, also manche Sachen, also die Beleidigungen, die er da ausgeäußert hat und so weiter, das ist einfach, finde ich, vom Signal her, richtig oder nicht richtig, oder auch die Art und Weise, wie dann auch wirklich, du hast es ja angesprochen, nachvollziehbar angesprochen, von Erpressung, also de facto Erpresser ist, auch zu bestimmten Zeiten, kann sein, dass man da sagen muss, naja, aber der Erfolg hat ihm Recht gegeben. Ne? Ja. Aber
Weselski ist in der Tat hier nicht das Grundübel. Und da sind wir wieder bei dem allgemeineren Thema. Das Grundübel ist natürlich die Bahn in dem Fall und damit auch ein Zeichen für eine ganze Infrastruktur. Wobei ich bei der Bahn so weit gehen würde zu sagen, ich habe jetzt von Bahn und Wirtschaft der Bahn nicht viel Ahnung. Aber das ganze Dilemma ging los, als ein, ich glaube, Medon war es, irgendwann in den 90er Jahren beschlossen hatte, die Bahn muss jetzt nur noch auf Profit getrimmt werden. Alles wurde jetzt privatisiert, ist ja erstmal auch eine schöne Idee. Man hätte mal nach England gucken können, wie weit da die Privatisierung dazu geführt hat, dass dann vielleicht nicht mal die Infrastruktur funktioniert, geschweige denn auch noch eine gewisse staatliche Aufgabe erfüllt wird, weil es ja nur noch privatisiert worden war. Zusammenbruch und Medon hat natürlich die Bahn dann auf AG getrimmt, mit der Konsequenz, dass viele Regionen Deutschlands gar nicht mehr erreichbar waren, weil einfach nichts mehr fuhr. Ne? Also ja. Das ist dann auch so eine Geschichte, wo ich sagen würde, da ging es los, dann hat man diese Infrastruktur komplett verrotten lassen. Also es ist immer zweite Hand wissen, ich war nicht selber an den Schienen. Aber du musst nur, du musst nur das Interview mit Herrn Weselski hören. Der wird das genauso, wird das da erzählt und es werden auch die Hintergründe erzählt. Und es wird dir auch erzählt, was das strukturelle Problem in den Gesellschaften der Bahn. Es gibt verschiedene Gesellschaften, die da was machen, die sich auch gegenseitig was in Rechnung stellen. Ja, und so. Das stimmt, Infrastruktur, richtig, geht jetzt ganz massiv nach oben. Genau, in diesem Gespräch erfährst du das alles. Was das Wichtigste ist, aber was ich gelernt habe daraus, ist Folgendes. Erstens, was du gerade gesagt hast, ist schon genau das auch ein Kernthema. Also diese Privatisierung war ein ganz großer Fehler und ist auch noch laienhaft durchgeführt worden. Zweitens, es gibt absolut keine Leistungskontrolle. Es gibt keine realistische Leistungskontrolle. Das Management ist durchgehend eine Katastrophe. Ja, Sesselkleber, die nichts machen. Absolut. Der Bahnvorstand klebt da einfach fest, hält sich aus der Öffentlichkeit raus und verdient weiter seine Kohle. Er hat diesmal zum ersten Mal, glaube ich, keine Prämien bekommen, aber ansonsten kein reichhaltiges Gehalt. Von einem halben Jahr war das ja noch. Irgendwann gab es noch eine Prämie und dann jetzt nicht mehr. Das ist auch so ein richtig schöner Aufreger, muss man einfach auf der Zunge zergehen lassen. Wofür bekam er die Prämie? Ich glaube, das war das doch, ne? Dieser Fall, weil er irgendwie dafür gesorgt hatte, dass irgendwie, war das Deutsche Bahn? Ich glaube, ja, ne? Dass die Frauenquote um 1% übertroffen wurde. Es gibt ja weibliche Züge, es gibt ja Transzüge und sowas alles in Pink gestaltet. Transzüge sind doch, okay. Genau, Trans-Europa-Express. Genau, den kennen wir noch. Wortspiel, ja. Kraftwerk.de, wunderbarer Zug seiner Zeit. Okay. So. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass dieses Gespräch spannend ist, aber das Spannendste dabei finde ich, wenn man tatsächlich möchte, dass man sozusagen die Straßen entlastet, dass man CO2 einspart, wobei auch da inzwischen ganz neue Erkenntnisse da sind, nämlich dass dieser ganze Umweltschutz zu 80% der Klimaproblematik im Moment gerade führt, im Gesamtzusammenhang, ganz spannende Theorien, aber da bin ich zu wenig informiert, als dass wir das heute besprechen können. Ich komme darauf zurück, du wirst dich sehr wundern, was da passiert. Du nicht behauptest, Klimaschutz ist völliger Quatsch und es gibt auch keine Notwendigkeit und auch keine man-made, also menschengemachte. Im Gegenteil, tatsächlich im Gegenteil, aber es gibt... Akzente, die gesetzt werden, das sagst du. So, okay. Das Ding ist, dass für diesen klimagerechten Verkehr innerhalb eines Landes ist die Bahn zentral. Natürlich. Und die Bahn heißt auf der einen Seite große Strecken schnell bewältigen, auf der anderen Seite an den jeweiligen Knotenpunkten dann entsprechend auch Umsteigemöglichkeiten zu schaffen, hin und her. Die Schweiz. Zugegebenermaßen ein kleineres Land. Aber trotz allem. Alle Züge immer pünktlich, alles da. Weißt du, was passiert, wenn ein Zug von Hamburg nach Bern fährt? Hier. Opfer. Während der Covid-Zeit keine Flüge, ich kann's, also wirst ja vielleicht die gleiche Story haben. So mit der Bahn bis Basel gefahren. Ne? Also so ging doch ganz gut, natürlich auf den letzten, wie meistens. Erwartungsmanagement wird dann so erst recht ins Negative umgedreht, weil du kommst pünktlich noch von Hamburg bis Mannheim seinerzeit, heute ja auch nicht mehr, weil da müssen jetzt umgewandelt, von Mannheim dann auch noch bis Karlsruhe, glaube ich. Nach Karlsruhe wird es schon schwieriger. Ab Freiburg läuft nicht mehr und Anzug am Anschluss, ich glaube in dem Fall war es von Basel sogar nach Mailand, war natürlich weg, weil die Schweizer sagen, wir sind nicht bekloppt. Das gesagt, wolltest du jetzt erzählen wahrscheinlich. Fast. Okay, dann bin ich gespannt. Heute ist es so, dass wenn du mit einem Zug von Hamburg nach Basel möchtest, an der Schweizer Grenze ist Schluss.
der mich, wenn der Zug aus Deutschland ein paar Minuten Verspätung hat, wird er nicht mehr ins Schweizer Netz reingelassen, weil das Schweizer Netz ist pünktlich. Richtig, genau. Aber das ist die Story. Also genau. Ich kenne jetzt nicht die technischen Abläufe, aber das war genau das. Und deswegen passiert Folgendes. Der Zug kommt also meinetwegen mit 10 Minuten Verspätung an. Richtig, und bleibt dann einfach stehen. Und bleibt dann so lange stehen, bis offiziell der nächste Zug kommen würde. Ja, ja, genau. Und der wird dann wieder eingesetzt, weil die Schweizer, wir lassen es auch von den Deutschen nichts kaputt machen. Aber das ist, also wahrscheinlich hast du es nur noch präziser und prägnanter geschildert. Ja. Genau, das war die Situation. Genau. Wir saßen in dem gleichen Zug, der sollte eigentlich durchfahren. Nein, du findest dich bei der Schweizer sagen, wir lassen uns von den Deutschen nicht unseren Plan kaputt machen. Völlig genau. Richtig. So, tatsächlich ist es so, dass dann das Wirtschaftsministerium, ich bin ja wieder bei meinen Lieblingsfreunden, aber nützt ja nichts, die unter anderem dafür zuständig sind und das Verkehrsministerium, was dafür auch zuständig ist, nichts, aber auch gar nichts getan haben, um diese Situation in den Griff zu kriegen. Mhm. Sie haben einfach alles soweit, inklusive der Manager, die da sind, die permanent versagen laufen lassen. Aber was hat das Wirtschaftsministerium damit zu tun? Weil es ja auch, es geht ja schon um Geld, Infrastruktur, Umweltschutz ist ja damit drin. Erstmal ist es natürlich Verkehrsministerium, und nicht immer nur die Grünen zu bashen, sondern die FDP muss man ja auch durchaus mal kräftig bashen. Aber Sie haben also die Ampel, in diesem Fall, die Ampel hat das in den Bereichen, wo es da Bereiche gibt, wo man sich darum kümmern müsste, lassen es einfach weiterlaufen. Jetzt haben Sie ja die neue Ausrede 2017. Was wirklich absurd ist. Ich kam da eben drauf. Das ist eine Frechheit. Das ist einfach nur eine Frechheit. Ich kam da ja drauf, eigentlich wegen der Situation beim Fußball. Es gibt eine zweite Geschichte vom Fußball. Und zwar haben erstaunlich viele europäische Länder, und die sind ja nicht oft hier. Also die meisten Menschen sind ja nicht oft hier, aber jetzt gibt es mal Grund hinzufahren. Wenn, dann durch, wenn es Holländer sind, aber dann mit dem Camping waren. So, genau. Da haben wir einmal das Thema, also das Thema Zug, das haben also ganz, ganz viele gemerkt. Es gibt auch das Thema Flughafen, Flughäfen, Sicherheitskontrollen. Es gibt auch das Thema Restaurants und Service. Mhm. Das sind alles Themen, wo plötzlich tatsächlich unser Umfeld, unser Unmittelbares, staunend steht und sagt, die Deutschen, also der Holländer sagt, ist immer pünktlich, gründlich. Was ist los mit dir? Was hab ich getan, Junge? Das hat helemaal nichts. Gott verdomme. Das ist gerade noch pünktlich, gründlich ist einfach, und das merken die von außen, ist nicht existent. Klar. Die Reaktion darauf ist Zero. Mhm. Das Gleiche, und da sind wir beim ganz anderen Thema, wo mich auch die Zero-Reaktion wirklich aufregt, ist, da geht der Kanzler zum Sommerinterview. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Doch. Ja, also das Sommerinterview habe ich gesehen, ja klar. Halbes Stündchen, glaube ich. Ne? Ja, ja. Mhm. Im öffentlichen, rechtlichen Bereich ausgestrahlt und aufgezeichnet und ausgestrahlt. Dann ist da ein neuer Chefredakteur, der hat seine erste Sendung mit Scholz gehabt. Der hätte ja die Chance gehabt, jetzt mal das zu tun, was alle anderen vor ihm auch immer gemacht haben, bei den anderen Regierungen, nämlich zu sagen, Herr Kohl, was ist, Frau Merkel, was ist und so. Ne? Das Problem, was gemäß der Interessen, wenn du jetzt fragst die Deutschen, was sind eure größten Themen, dann ist in den Top 3 immer die Migration. Mhm. Das einzige Thema, was gar nicht angesprochen wurde, und zwar gar nicht, war das Thema Migration. Ja, ja. Erstens. Zweitens. Also ich habe 30 Minuten Interview gesehen, wovon, glaube ich, 14 Minuten Corona waren. Warum redet er jetzt immer über Corona? Das wird dir doch entgegenkommen. Er stellt es dann auch noch so dar, dass er damit... Dann sagt er, hat damit gar nichts zu tun gehabt. Nein, er war auch eine andere Meinung und so. Also das ist auch noch tatsächlich gelogen. Aber 14 Minuten von einer halben Stunde für Corona... Nein, Erinnerungsschwäche. Erinnerungsschwäche. Ja, erinnert sich möglicherweise gar nicht, dass es überhaupt noch Covid gab. Das hat er mit Herrn Biden gemeinsam. Herr Biden weiß nicht mehr, wo er ist. Oder er weiß nicht, was er gemacht hat. Das ist natürlich wieder Bösartigkeit, nicht von dir, aber als der beiden da rumirrte, angeblich so ins Nichts hinein, in Wirklichkeit ging er zu jemandem, mit dem er sich noch kurz unterhalten wollte, aber das ist halt, wir haben ja einen Medientalk, ne? Also wir werden auch wahrscheinlich die unliebsamen Stellen von uns werden immer rausgeschnitten, hoffe ich doch sehr. Alles sehr vernünftig. Auch solche Gesten, die nach rechts gehen, werden rausgeschnitten. Und zwar in beide Richtungen, weil auch wenn du hier was links machst, ist es ja im Fernsehschirm auch rechts. Genau. Das heißt, wir sind alles rausgeschnitten, sämtliche Gesten. Und wenn der Arm irgendwie in diese Richtung, sofort weg. Gibt es auch eine KI, die das macht. Sehr gut. Brauchen wir gar nicht selber machen. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall, das Sommerinterview war für mich komplett hohl, komplett leer. Aber nichts Neues mehr, ne? Fürchte ich. Naja, aber als Journalist hast du eigentlich, sowieso nichts Neues, aber die Journalisten, ich habe wirklich erwartet, dass sie also zumindest diese Top-3-Themen ansprechen. Mhm. Und das ist alles nicht geschehen. Und alle die Sachen, also immer dann, wo es um irgendwas geht, wo man sagen muss, wie stehen Sie dazu, was machen Sie, wurde rumschwadoliert, das war furchtbar. Da habe ich gedacht, okay, jetzt kommt ja der März. Mhm. Beim März wird es jetzt richtig, da werden sie jetzt aber und so. Beim März habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, also hängen geblieben ist bei mir auch nichts.
Doch, bei mir schon. Ja. Das ist interessant. Gleiches ja. Interview. Das habe ich nämlich auch gesehen und dachte, oh, sieh mal an. Aber mach du erst aber mal. Also er hat sich für mich, es ist spürbar gewesen, dass jemand Opposition sein will. Das habe ich gespürt. Das ist seine unglückliche Art, immer. Oder? So nach Luft zu schnappen, dann wirkt er sofort unsympathisch. Der schnappt total. Ja in jedem Satz ja. Und ich dachte, hat der nicht irgendjemand, der ihm sagt, halt mal einfach oder atme vorher durch, aber die ist immer ja. So leicht, es soll so entrüstet sein, wirkt aber nur wirklich extrem unsympathisch. Und genau, und jetzt... Also drei Sätze sind von März ja. Drei Sätze, denke ich, naja, jetzt höre ich mal erstmal zu und dann kommt dann für mich fast überraschend dann noch was Gutes und, oder sympathisches. Und jetzt sag mir mal, was ist bei dir hängen geblieben? Ein zentraler Punkt neben einigen Dingen, also erstmal, als ich mich an das Luftschnappen dann wieder gewöhnt hat und nicht nur mitgezählt habe. Ich kann das gar nicht. Kannst du das? Nee. Jedenfalls, was bei Hengel war, das war sehr zutreffend, dass die Ressorts vertagen, ganz vorsichtig jetzt, aber dass er sagte, diese ganze Verwaltung von Arbeit und so weiter, nicht mehr zum Sozialministerium, sondern zum Wirtschaftsministerium. Das war, glaube ich, so eine der zentralen Aussagen. Also die Verwaltung von Arbeitslosigkeit. Wenn ich das jetzt richtig abgespeichert habe. Fachlich? Und da kann ich nur sagen, ja, genau das. Weil das Sozialministerium per Definition natürlich immer nur ihre Klientel als die von uns ja schon vielfach karikierte und auch angesprochene Opfer-Community sieht. Ja. Also das Sozialministerium hilft den Armen und Schwachen. Und das heißt, um jeden Preis, die müssen, wie auch immer und wie klug auch immer, im Wirtschaftsministerium geht es ja genau darum zu sagen, okay, wie können wir eine Wirtschaftskraft schaffen? Also das war eine, wie ich fand, einfache, aber für mich absolut Laie, muss ich mal dazu sagen, mich interessiert Arbeit nicht und auch Arbeitspolitik nicht so sehr, aber eine sehr, sehr zutreffende Analyse. Das sehe ich genauso. Und dann habe ich eine Hintergrundinformation gehabt, und zwar vor dem Gespräch, wo man mir jemand aus seinem Ministerium erzählt hat, ja, das wird ein Thema sein und das meinen die auch ernst. Das gibt es auch jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse, warum das wirklich Sinn macht und sowas alles. Und dann haben sie als Beispiel, weil das ist ja immer das Problem, du sagst sowas und das ist für Leute nicht anfassbar. Für normale Menschen, wir denken jetzt oder wir sind ein bisschen mehr drin, haben ein bisschen mehr Zeit, über sowas nachzudenken, der normale deutsche Bürger versteht das nicht. Und um es verständlich zu machen, gibt es ein ganz einfaches Beispiel. Und jemand, den ich kenne, der da sitzt, hat dieses einfache Beispiel ihm eigentlich mit auf die Reise gegeben. Wenn er dieses Beispiel genannt hätte, hätte ganz Deutschland gesagt, aha. Und das Beispiel ist ganz einfach. Du gehst auf die Seite der Arbeitsagentur. Auf der Titelseite steht was? Genau, so kommen Sie an Ihr Bürgergeld. Ja, ja, genau, ja gut, ja, ja, richtig. Also das ist ja, jeder arbeitende Deutsche, jeder Mensch auf der Welt versteht dieses einfache Beispiel. Und weißt du, was ich nicht verstehe? Ich verstehe nicht, dass jemand, der doch da sitzt, der Opposition ist, der jetzt wirklich, also ich habe noch nie von einer Opposition irgendwo auf der Welt gehört, die es so leicht hat, Opposition zu sein, weil die ganze Zeit so dermaßen versagen. So, jetzt hätte einfach sagen müssen, gucken Sie mal, mein Problem ist, lassen Sie uns mal gemeinsam einmal das Bild einblenden, was heute bei der Agentur von Arbeit, wenn man da als Startseite hingeht, da steht, wie du an das Geld umsonst kommst. Ja. Und dann steht auch noch da, sichert Ihren Lebensunterhalt. Es ist doch irre. Ich ergänze es gerne und das ist genau das. Und wir sind ja beide, du bist eher verdächtig als ich, aber auch du bist nicht wirklich verdächtig, dass wir immer wieder sagen, ich sage, warum ich das sage, dass wir nicht Leute, die wirklich aus juristischen Gründen, nicht juristischen Gründen, sondern die einfach aus existenziellen Gründen, Verfolgungsgründen fliehen müssen, überhaupt keine Frage, müssen wir aufnehmen. Ja. Das andere ist aber dann, was ja schon mit 2015 nicht so richtig mal in den Griff bekommen wurde und auch man gar nicht versucht hatte und bis heute jetzt die ganze Ukrainer Diskussion auch wieder prägt. Nur 200.000 oder wie viele mehr auch immer sind, die im Grunde wehrpflichtig wären in der Ukraine, jetzt aber hier das Bürgergeld bekommen. Also ganz schwierig alles, also verstehe ich alles. Ja, aber jetzt kommt das Entscheidende. Keine Frage, wenn gerecht und vernünftig diese ganze Einbürgerungsgeschichte oder davor natürlich überhaupt erstmal Immigrationsgeschichte oder Migrationsgeschichte behandelt würde, Kriminelle keine Chance hätten, auch demografisch, da haben wir auch schon uns drüber unterhalten, geguckt würde, welche Leute kriegen wir denn eigentlich hier rein? Ja. Dann kann man am demografischen Fakt ja schon sehen, naja, also ob jetzt, sagen wir mal, 90%, ich kenne die Zahlen nicht, aber 90% 16- bis 25-Jährige, ob das jetzt so, und in der Regel ja nicht unbedingt hoch ausgebildet, nicht alles Zahnärzte, 17-Jährige Zahnärzte, auch nicht so, wenn man das ein bisschen mehr in den Griff kriegen könnte, und das muss doch möglich sein. Irgendjemand hat gesagt, wenn man in München zur Oktoberfestzeit
ein oder zwei Millionen Besucher alle irgendwie administrativ hinbekommt, mit Anmeldung, mit allem drum dran, müsste es auch bei ein paar hunderttausend Leuten auch gehen. So, aber warum ich das alles sage? Einladung zum Bürgergeld. Parallel dazu oder davor, Einladung zur Einbürgerung, das hat ja das Außenministerium gemacht. Das ist ja auch hier. Leute, hier, wir machen es euch immer leichter. Überall auf der ganzen Welt annonciert. Da frage ich mich verdammt noch eins. Also wirklich, das ist ja nicht eine Hilfe für die, die es nötig haben. Das ist genau wie jetzt beim Bürgergeld eine Einladung. Weißt Leute, was, hey, was, wir machen es uns leicht. Ihr armen Opfer, wir sind ja alles... Böse Stimmen, heute sagt man immer Populisten, sagen ja Folgendes, das machen sie deswegen, um sich Wähler zu kaufen. Mhm. Weil die ja in ewiger Dankbarkeit sie wählen werden. Und das ist ja ein Bullshit. Das haben wir ja bei der Europawahl gesehen, die 16-Jährigen, wo die Grünen noch gedacht haben, also du weißt anders als du, du bist jetzt auch kein Grüner, hast du? Du hast ja doch mal Mitgründer, ne? Der Grüne in Hamburg, glaube ich. Aber gesagt, du bist der Horst Mahler unter den gemäßigten. Ich wollte das Kiffen legalisieren. Ich gebe es einfach zu. Okay. Mir ging es nur um eins. Siehst du, Kiffen legalisieren. One topic. Wir haben ja gesagt, also wir orientieren uns nur auf ein Thema und so weiter. Ne? Aber insofern, aber das sind so Dinge, wo ich einfach sage, Leute, das geht alles nicht mehr so. Ich verstehe es nicht. Und es ist aber einfach. Aber weißt du, wie es ist? Es ist einfach einzig und allein Ideologie getrieben. Da ist ein Zug. Dieser Zug fährt mit, weil es ja eine deutsche Bahn ist, mit mittelmäßiger Geschwindigkeit wackelnd auf eine Mauer zu, Und es ist halt keiner in der Lage zu sagen, wir müssen leider jetzt mal... Ich glaube eher, also mit der Ideologie, ich glaube, dass das, ich weiß nicht, ob ich es mir wünschen würde, Ideologien, also im Sinne von fundamentalistisch, finde ich nicht nur gefährlich, sondern fast immer ins Verderben führen. So, das lassen wir außen vor. Was ich eher glaube, ist, dass es sich durchlavieren auf der Basis nicht einer Ideologie, sondern einer Befindlichkeit. Wenn aber Befindlichkeiten Taten steuern, dann wird es ganz schwierig. Also als wenn man sagt, man will... Reden wir noch über die Bahn oder das Deutschland insgesamt? Deutschland insgesamt. Also das, wenn man jetzt mal sagt, in Sachen Energie zum Beispiel, ist es für mich so, dass, also klar, man möchte gerne, also allein schon das Wort CO2-neutral ist totaler Bullshit. Aber was man möchte ist, und das verstehe ich total, und das finde ich absolut in Ordnung, unterstützungswürdig, was ich übrigens auch ein Grund war, neben der Kifferei, die ich gerne legalisieren wollte, dass man damals bei den Grünen war, ist... Wie ist das, gibt es eigentlich nicht noch retrospektive Verfolgung durch Strafbehörden? Nein. Also Zumal ich nichts gemacht habe. Ich war ja nur politisch interessiert. Du behauptest auch jetzt gar nicht. Ich habe auch gar nicht inhaliert. Also, du hast dir gekifft. Okay, ich habe nicht inhaliert. Da bist du ja gemein mit Clinton, glaube ich. Ja, ne? Okay, genau. Deswegen sage ich, ich habe das von ihm übernommen. I didn't have sex with this woman, I didn't inhale. Nein, inhale habe ich nicht. Inhale war Bush, glaube ich sogar. Also nicht mehr. Ja. Ich glaube, es war auch Clinton, aber egal. Auf jeden Fall, also die Idee des Umweltschutzes finde ich total richtig. Gar keine Frage, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Für mich ist die Frage, wenn jemand dann, also wenn es dann so ist, dass eine Partei sich hinstellt und fängt, kommt vielleicht aus einer Geschichte von Atomkraft, nein, danke und so weiter und so fort. Du guckst dir heute an, was ist. Arnold Schwarzenegger, wunderbaren Vortrag gerade erhalten. Habe ich gesehen. Ja, sehr schön. Und tatsächlich auch für mich nachvollziehbar und richtig. Es gibt verschiedene Techniken, man muss sich die Techniken angucken, was ist wie weit, was kann man heute machen, hin und her. Das Ergebnis, was sie abgeliefert haben, ist das zweitschmutzigste Land in Europa. Diese Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke ist eine einzige Katastrophe. Diese Solargeschichte, jeder, der halbwegs Gehirn hat, weiß, wenn die Sonne nicht scheint, gibt es kein Solar. Und das Gleiche gilt für Wind, wird kein Wind auch nicht. Wenn du dir die Produktionsgestern zum Beispiel, weiß ich gerade, wir brauchten 78 Gigawatt oder wie das heißt, brauchte man. Mhm. Die Solar hat 52 davon produziert. Da haben die Grünen gejubelt und haben gesagt, ja 52%, drei Viertel des Energiehaushalts von der Sonne, die Sonne stellt keine Rechnung, bla bla bla. Alles Bullshit, weil danach kommen die ersten Wolken und nachts ist gar nichts mehr passiert und dann haben wir ganz teure Energie aus Frankreich gekauft. Die Franzosen sagen jetzt übrigens, sie möchten aus dem europäischen Energiegesetz ausscheren, wenn jetzt Le Pen und Co. da gewinnen sollten, dann wollen die eigentlich sich unabhängig machen, weil sie das nicht mehr wollen, dass sie für Deutschland aufkommen, dann sehen wir ganz alt aus. Und das Spannende ist, dieser Satz, und da kommt, das ist für mich Ideologie, weil ich glaube nicht, dass sie so blöd sind, dass sie das glauben, die Sonne stellt keine Rechnung. Das ist falsch. Ja gut, das ist falsch. Weißt du, ob es falsch ist? Weil das Erdöl stellt nämlich auch keine Rechnung. Das Erdöl ist da unten drin in der Wüste, stellt ja keine Rechnung. Ja gut, im Vergleich ist natürlich Erdöl. Du musst das Erdöl da rausholen, das ist teuer, dann musst du das verarbeiten hinterher. Die Sonne, die scheint da oben und du musst sie rausholen. Und diese Verarbeitung der Sonne, und es gibt ja noch nicht mal, beim Erdöl gibt es einen Motor und der läuft. Bei der Sonne gibt es ja nicht mal die Batterie dazu. Also im kleinen Rahmen für ein Einfamilienhaus kann man da was machen, gar keine Frage. Sollte man sich auch angucken auf jeden Fall, spart ja auch Geld und so, gar keine Frage. Aber grundsätzlich mal ist das nicht geeignet, ein Land, den Energiehaushalt eines Landes zu regeln. Und jetzt ist die Frage,
wenn ich das doch weiß und wenn ich in meinem Ministerium Fachkräfte habe, die lange Jahre daran arbeiten, das alles hinzustellen, ich ignoriere das alles, sondern sage einfach, nein, nein, wir brauchen das alles nicht, wir brauchen das alles nicht und hin und her, zünde aber permanent Kohlekraftwerke an und mache sowas alles und habe eine ganz schlechte Bilanz, dann muss ich doch irgendwann sagen, Irrweg. Mhm. Außer ich bin von einer Ideologie, ja, von einem Wahn getrieben. Also mein Problem ist erstmal mangelnder Sachverstand, sage ich ganz offen. Also ich bin, also vielleicht bin ich einfach naiv oder vielleicht auch ein bisschen gutgläubiger als du. Aber mein eigener Sachverstand. Ja. Weil angeblich ist es jetzt mittlerweile so, dass mehr als 50% in Deutschland, wenn ich das richtig erinnert habe, der Energiegewinnung durch alternative Gewinnung kommt. Ja gut, also weißt aber du, kannst du ganz einfach erklären, es gibt jeden Tag, du kannst jeden Tag... Ja, wir reden ja nicht nur über Sonne, wir reden über Windkraft. Windkraft, alles okay, dazu. Ja, gut. Du kannst jeden Tag, gibt es als Service von Tichys Einblick, jeden Tag am Ende Tichys der Einblick warte, warte, Respekt. Falsch. Ja, da ist wieder, das geht ganz schnell immer gegen die Quelle. Also, nein. Am Ende von Tichys... Am Ende von Tichys Nachrichten gibt es seit über einem Jahr so den Anuga, wie heißt das, nicht Anuga, Anova Energiewende-Report. Den wird da jedes Mal zitiert. Und dann sagen sie, Deutschland brauchte so und so viel Energie, so und so viel kam von Wind, so und so viel kam von Dings und sowas alles. Das heißt, du kannst es dir da anhören. Und es gibt auch die Jahresbilanz. Das wird alles offiziell, das kommt vom Bundeswirtschaftsministerium. Und sie veröffentlichen es nur. Die anderen veröffentlichen das ja nicht. Und das Problem ist immer das Gleiche, jeden Tag das Gleiche. Wenn heute wie heute die Sonne scheint, ne, ganz viel Solarenergie, super. Leider ist heute Abend Schluss mit der Energie. Wo kommt die dann her? Erstens mal, wir haben jetzt zu viel Energie, wenn auch nur der Wind weht, haben wir zu viel. Das kannst du nicht verschenken, das nimmt nämlich keiner, das kannst du höchstens verkaufen. Das heißt, die überschüssige Energie musst du verkaufen, wenn Sonne und Wind gleichzeitig ist. Und abends ist alles vorbei. Und wenn alles vorbei ist, musst du Energie kaufen und die kostet scheiß viel Geld. Wir müssen jetzt gerade wieder, das Wirtschaftsministerium bekommt jetzt, ich weiß die Zahl nicht genau, 7-8 Milliarden zusätzlich aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, da haben sie vorher ein Gesetz geschaffen, dass es immer ausgeglichen werden muss, für diese ganzen Unternehmen, die sie da machen. Das ist eine Katastrophe, bilanzmäßig eine Katastrophe. Und wir sind eben nicht, also wir tun viel und da sind auch viel Gutes dabei, aber dieses Land wird niemals, nie CO2-neutral laufen. Niemals. Es geht nicht. Das ist nicht möglich. Okay, also wie gesagt, da will ich jetzt... Weißt du, was ein Energieland, das einzige Land in unserer Nähe, was tatsächlich CO2-neutral laufen wird, weißt du, wer das ist? Frankreich oder was? Nee, keine Ahnung. Die Schweiz. Okay. Weißt du warum? Weil die Energie, die sie von der Sonne haben und vom Wind, die können sie nutzen, um Wasser auf die Berge zu pumpen, dass dann das ist ja wie ein Energiespeicher, wenn es dann wieder runtergelassen wird. Das gilt auch für Österreich in manchen Teilen. Deutschland hat nicht die Infrastruktur. Deutschland wird nie CO2-neutral sein. Sehr grundlegend jetzt, auch was diese Diskussion betrifft, die auch immer mal wieder gehabt haben, genau wie die Impfdiskussion. Extrem komplexe Sachverhalte. Also anders als du bin ich jetzt auch nicht geneigt zu sagen, also Tichy kann ich gleich auch noch mal 2-3 Worte zu sagen, dass ich durchaus nicht nur, weil es Tichy ist, jetzt sofort da gegen schäume. Also für die nicht ganz so Insider Tichys Einblicke ist ein Monats, glaube ich, monatlich. Ne? Oder? Daily? Diese Online-Version. Die Zeitung ist, glaube ich, wöchentlich. Ist das wöchentlich? Ich glaube, es kann sogar sein, wöchentlich. Also, kommen wir gleich nochmal zu. Also wirklich, Tichy, auch ein ehemals und übrigens auch immer noch von der journalistischen Seite, durchaus sehr akzeptabler Mensch, aber es ist eine andere Geschichte. Aber wo ich dann doch Probleme mit habe, das ist vielleicht, bin ich einfach vertrauenszutraulicher, wie auch immer das richtige Wort ist. Also, dass nur Vollidioten da rumlaufen in diesem ganzen Komplex, also ob das Wissenschaftler sind, was auch immer, und dass irgendwie die alle aus einer Mischung aus Ideologie, wie du sagst, oder dann auch irgendwie ja jetzt Opportunismus, weil es jetzt gerade dann wieder besser so passt. Also das, wie gesagt, deswegen meine Frage, wage ich dickes Fragezeichen hinterher zu machen. Das glaube ich nicht, im Gegenteil. Deshalb auch deshalb warne ich auch immer davor, jetzt nicht wegen Tichy oder so. Eine Quelle, du kannst natürlich auch faktische Informationen, kannst natürlich immer, das muss ich dir ja nicht sagen, erst gar nicht, kannst du immer so präsentieren, dass dann die gewünschte Wahrheit übrig bleibt. Ich unterstelle dich jetzt auch Tichy nicht. Nee, aber dass wir eine selektive Wahrnehmung haben. Sie haben es aber also diese Informationen kommen direkt von der Anuga oder wie sie heißt, Energiewende. Ja, aber selbst die, Das ist Habecks Ministerium, also Habeck, das ist bezahlt von denen. Ja. Und das heißt, das ist deren eigene Zahlen. Und ich glaube, deswegen war meine Frage eben, wer ist derjenige, der mangelndes Fachwissen hat? Weil in seinem Ministerium haben irgendwie, 48 Leute eineinhalb Jahre lang einen Bericht erstellt zum Thema Windkraft. Und dieser Bericht ist nicht akzeptiert worden. Die haben ihn zurückgeschickt, ich habe das gesehen, sie haben ihn zurückgeschickt, mit ist nicht mehr relevant, wir haben die Entscheidung gefällt. Das heißt, eineinhalb Jahre Arbeit, Analyse, Windkraft, das ist eine
Das ist eine einfache Übergangstechnologie, die man sicher nutzen kann in manchen Bereichen. Aber es ist keine, es ist 0,0 Potenzial für ein vernünftiges. Für das alleine natürlich nicht. Wie gesagt, nicht. Also das ist. Und jetzt ist die Frage, wer sind die? Also naja. Wer ist der, wo, weil du hast richtig gesagt, das glaube ich auch. Ich glaube, dass da Ahnungslosigkeit ist und ich glaube noch zusätzlich, dass da ganz viel Ideologie sein muss, weil so doof können sie ja nicht sein. Und in dem Ministerium, ja. Das weiß ich selber, weil ich sie kenne, arbeiten Leute, die unglaublich großes, tolles Fachwissen haben. Ja, klar. Also gar keine Frage. Die waren ja schon immer da. Ne? Ja, aber warum? Also, naja. Aber warum? Also warum? Hier da waren ist eine Hypothese, die ich aber jetzt bewusst als Hypothese, bitte Atomabschaltung und so weiter, das ist ja auch wieder, das ist ja alles immer wieder auch ein bisschen unser Thema. Du bist in der Regierung, dann kommt jetzt diese Impfgeschichte jetzt mit dem Atomkraftabschalten. Du musst immer aus einem Moment heraus Entscheidungen treffen, um, nenn das mal beim Namen, um möglichst mittel- und sogar langfristige Risiken möglichst gering zu halten. Genau. Du überschätzt natürlich immer die negativen Auswirkungen des einen, aber kannst umgekehrt auch nicht riskieren, dass du es jetzt eine falsche Entscheidung, dann wird dir das um die Ohren gehauen. Nach Fukuyama, Fukuyama ist das Ende der Geschichte. Ja, ja. Bullshit. Ne? Das war ein Wissenschaftsphilosoph oder auch nicht Philosoph, wie auch immer. Nein, Fukushima natürlich. War es natürlich erstmal, oh Gott, und ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass mit dieser Atomkraft, also ich sage auch manchmal, muss ich einfach sagen, Euler nuk Euler. Also ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Und in dem Fall halte ich mich sehr zurück. Insofern hast du immer das letzte Wort. Wunderbar für dich, schlecht für mich. Aber okay, trotzdem bleiben meine Zweifel auch an der Eindeutigkeit der einen oder der anderen Ergebnisse. Aber wenn ich mir bei der Atomkraft anschaue, wie, was ja auch hier vereinzelt jetzt bei den Restlagern, ob in Niedersachsen oder wo auch immer, was da zum Beispiel jetzt ja auch im Boden, das ist ja analysiert worden, an tröpfelnden, undichten Fässern ist, da wird mir aber komisch, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe sehr wohl auch, kann sehr wohl nachvollziehen, dass man sagt, also diese Geschichte mit der Reste, Verwahrung oder wie auch Verwahrung ist was anderes, ne? Ist schwierig. Endlager. Also Endlager, genau. Du hast wahrscheinlich damals demonstriert gegen die Endlager, ich nicht. Das Gute ist, also ich habe eine ganz gute Nachricht für dich, weil das, was du sagst, ist richtig, wobei es nicht so ist, dass die Fässer tropfen, das ist eine Geschichte, das ist ein Märchen, das stimmt nicht, aber die können durchschimmeln und sie können nicht tropfen, aber egal. Also dann haben die wahrscheinlich wieder Fake auf ein Video gemacht, das glaube ich noch nicht, aber egal. Es war die erste Generation, dass die erste Generation dieser Fässer tatsächlich, die im Salzstock stehen und sowas alles, aber das ist alles nicht mehr möglich und das ist auch im Griff sozusagen. Aber diese Dinge auch, na gut, okay. So, also, aber jetzt kommt die gute Nachricht. Die neue Generation... Ich überlebe es ja sowieso nicht. Also so. Die neue Generation der Atomkraftwerke nutzt genau diese Dinger, die da jetzt lagern, um Energie rauszugewinnen. Okay. Das heißt, auch das würde das andere Thema sozusagen aufheben und es wäre so, dass die Halbwertszeit massiv nach unten geht, nachdem sie dann benutzt worden sind, diese Brennstäbe, die es noch gibt. Und du kannst eins zu eins die gleichen Brennstäbe sogar verwenden und so. Also da gibt es richtig gute Lösungen. Ja. Ich sag mal so, Deutschland ist raus. Mhm. Und ich glaube nicht, dass in diesem Ganzen, weil ich ja diese Geschichte mit der Windkraft kenne, bin ich mir ganz sicher, dass es da genug Leute gibt, die sich zum Thema Atom fachlich korrekt ausgedrückt haben und die wissen, wie es geht. Aber aus irgendwelchen Gründen fällt da jemand Entscheidung und wenn er sie, und das verstehe ich, der muss jetzt eine Entscheidung fällen, dann fällt da eine Entscheidung irgendwann, wenn die falsch war, ganz ehrlich, tschüss. Ja. Gut, das ist immer... Falsche das Entscheidung, auch, tschüss, Wärmepumpe, tschüss. Ja, gut, okay, also wie gesagt... 3% der deutschen Haushalte haben Wärmepumpe. Dann, gut, und das wird nicht mehr werden, glaube ich, nach dem jetzigen Stand. Ne? Ja, genau. Dann müsste man also am laufenden Bande als jeder Minister, Ministerin, also da haben wir im Moment auch besonders viele Beispiele für eine Tschüss. Aber jetzt mal eine ganz blöde Frage. Also wie gesagt, ich war ja schon fast erleichtert, dass mich mit dieser einen oder zwei Aussagen Herr Merz trotz seines Schnappens irgendwie dann inhaltlich, was ich mir dann geschworen habe, ich achte nicht mehr auf Sächsisch, ich achte nicht mehr auf Luftschnappen, ich achte auch nicht mehr auf windelweiche Bekundungen, sondern höre einfach nur ein Argument, was schwer genug ist. Weil das wissen wir ja auch. Ne? Also wer im Fernsehen arbeitet, weiß ja erst recht. Was am Ende wahrscheinlich auch mindestens mit Wahlen entscheidet, ist, wenn man es nicht zu arg treibt und zu dicke macht, was ja im Moment eine Tendenz der Regierung allerdings ist, dass man Personen wählt. Nun weiß ich Bernd Scholz nicht, ob man den jetzt wirklich als Sympathieträger jemals gerne gewählt hätte. Nein. Du bist ja Hamburger, ne? War da zu dem Zeitpunkt seit noch nicht. Seit G20, also spätestens bei G20 und zwar mit dem, was er vorher dabei und danach gesagt hat, weiß jeder in Hamburg, dass der Typ ist einfach nicht haltbar. Der ist nicht geeignet für diese Position. Der kann was anderes machen. Ich weiß nicht genau was, ehrlich gesagt, weil ich gar nicht beurteilen kann, was er kann. Er kann von sich überzeugt sein.
Er kann sich abschotten. Ist aber jetzt als Berufsbild noch nicht eingetragen. Ist er nicht eingetragen. Von sich selbst, wobei das stimmt. Also zum Beispiel Influencer könnte er machen, weil die sind vor allen Dingen von sich selbst ein. Ich weiß noch nicht, für was er influenzen soll. Ja. Weil wenn er dann vergisst, wie das Produkt heißt, ist das auch Rhetorik scheiße. Rhetorik eher nicht, es sei denn Ausreden-Rhetorik. Ja. Also mit Schachtelsätzen so lange um eine Geschichte herumreden, bis er nicht so übrig ist. Wie hieß es bei Techtmeier? Mit Fremdwörtern Sand in die Augen streuen. Mit Sand in die Augen streuen. Genau. Oder was Techtmeier auch gesagt hat, es passt jetzt gut. Ja. Ne? Die Zukunft ist auch nicht mehr, was sie mal war. Ne? Genau. Das ist auch ein guter Techtmeier-Satz. Und dann bin ich neulich mit dem Flugzeug nach Mallorca. Und dann beginnt das schon am Flughafen. Genau. Ich habe mir gedacht, jetzt zeige ich mal, wie der menschliche Geist der Technik weit überlegen ist. Ich also mit meinem Koffer auf den Flughafen zugelaufen, da ist eine elektrische Tür. Ich gehe auf sie zu, ernstes Gesicht gemacht, wie wenn ich das schwer eilig gehabt hätte. Gehe drauf zu, sie wollte am Offen gehen. Ich stehen geblieben, schnellen Schritt zurück. Und dann wusste sie nicht, war so am Wedeln und so. Und daran sieht man, dass der menschliche Geist der Technik weit überlegen ist. Genau. Dass ich das noch weiß. Ja, großartig. Ja. Techtmeier, ich hoffe mal, dass wir auch ein noch jüngeres Publikum, als du es bist, als Sendender haben. Techtmeier, eine große Kultfigur. Legende. Das vor allem Ruhrgebietsbezogen, heute würde man sagen Comedy. Ja. Das Wort gab es dann natürlich auch gar nicht. Ne? Was der, war der eigentlich? Der war Kabarettist war es? Ja doch, so. Nee, man hat, glaube ich, geschrieben, um ihn so ein bisschen zu promovieren, ein bisschen zu ehren. Kabarettist, aber der war eigentlich, ja, würde man sagen, Comedian. Techtmeier anhören und dann sowas wie die Fahrschulprüfung zum Beispiel oder eben Urlaub auf Mallorca. Genau. Legendär, wirklich legendär. Apropos Comedy, also wir haben ja noch ein paar Minuten, deshalb, wir kommen noch mal zu den anderen. Aber mich würde einfach brennend interessieren. Ich bin ja wirklich noch in der Humor-Diaspora Deutschland, 11.11.11 Uhr geboren im Rheinland. Dann glaubt man irrtümlich, das Fröhliche ist dem Rheinländer inne. Aber so der intelligente Humor auch im Karneval, der kam erst mit der Stunksitzung. Das muss ich jetzt nicht weiter erläutern, mache ich auch nicht. Aber ich würde schon sagen, eine der ganz großen Verdienste des Privatfernsehens, weit vor allem anderen, ist natürlich selbstverständlich auch die Erfindung des Reality-TV durch dich, aber es ist auch die Comedy. Was wir an Explosion seit Anfang der 90er Jahre bekommen haben an guten Comedians, die vorher vielleicht einfach nur unterm Radar flogen, das weiß ich nicht. Und wen? Dank deiner übrigens, nicht zuletzt. Ja, und zwar deswegen, weil als ich bei ProSieben angefangen habe, hat gerade der davorige... War das Kofler? Ja, Kofler, ich war zu Koflers Zeiten, ja. Und da gab es einen Programmdirektor, der schlechteste Programmdirektor ever, der konnte nämlich nicht Ja und Nein sagen. Und das Wichtigste, was du machen musst, ist Ja und Nein sagen. Er hat aber Nein gesagt, und zwar hat er gesagt, diese ganze Bulli-Geschichte und das, was da der Hermanns macht und so, das bringt ja alles nichts, das muss man vermeiden. Und dann gab es da einen Typen, den gibt es heute noch, der heißt Jobst Bentus. Und der Jobst war sozusagen, er hat mir dann erzählt, also der Programmdirektor hat mir erzählt in einem Gespräch in Cannes auf der Crozette, was dramatisch ausging, hat er mir erzählt, Jobst Bentus, den schmeiß ich raus. Ne? Nicht der Filmfestspiele, sondern ein paar Wochen vorher. Genau. Und dann hat er gesagt, den schmeiß ich raus, die ganze Comedy, stellen wir alles ein, das lassen wir alles sein, hin und her. Und habe ich alles schon ausgefüllt und der ist gefeuert. So. Dann habe ich mit dem auch Streit bekommen. Dann bin ich zu Kofler geflogen und habe gesagt, der Typ ist kein Programmdirektor, kennt sie nicht aus. Dann hat der Kofler gesagt, kannst du das besser? Habe ich gesagt, logen kann ich das besser. Und dann hatten wir die Diskussion über diesen Typen, der gerade gefeuert worden war, was wir damit machen. Und ich habe gesagt, ich glaube an Comedy. Dann haben wir die Programme drin behalten, Bulli-Parade und Quatsch Comedy Club. Ja, super. Und das war damals... Auch vorher noch bei Premiere inzwischen. Genau, und das war damals im Prinzip so der Gegenpol zu RTL Samstagnacht. Genau. Der sofort, und aus diesen drei Formaten irgendwie, es gab noch bei Sat.1 so ein paar Formate, die so ein bisschen lustig auch waren, aber eigentlich eher so nicht alle, so richtig alles gut. So ein bisschen verkrampft aber immer. Dieses Dreigestirn sozusagen hat eigentlich die deutsche Comedy-Szene befruchtet. Ja, bis heute. Einzigen also Leuten heute zu verdanken. Ich erinnere mich noch Madin aus Hesse, das war noch Ende der 90er, gell? Ja. Und so weiter. Und heute, also ich meine, also ich habe mal versucht, so eine Liste zu machen. Du, da könnte ich sofort Johann König, Krömer, ganz komplizierte Persönlichkeit, aber LOL ist inzwischen eine meiner Laugh Out Loud, ist eine meiner absoluten Favoriten. Ja. Nicht jede Staffel immer gleich gut. Bei Elton weiß ich immer noch nicht, wozu der überhaupt auf dem im Bildschirm ist. Ich glaube, das ist eher eine Projektionsfläche für alle, die bräsig und nichts drauf haben. Die Idee haben. War geil. Der hat übrigens mal hier gearbeitet. Elton war richtig gut, weil wir gesagt haben, der Stefan braucht einen Assistenten, dann lass uns so einen Praktikanten anheuern und über den machen wir uns ein bisschen lustig, der muss die Sachen bringen und so. Das war ja die Idee mal. Elton macht gerade aktuell das WM-Studio auf RTL. Ich,
Ich gucke da nicht hin. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe den auch bei LOL. Also wenn man mal, also ich meine, das ist so ähnlich wie heißt der nochmal, es gibt einen Fischer, so einen dicken Schauspieler. Ne? Ja. Der ist einfach nur dick und dann lachen alle, weil er dick ist. Und der ist wahrscheinlich auch sehr humorvoll und alles. Aber das ist bei Elton, ja, weil der so immer komisch guckt oder neutral. Wie gesagt, Projektionsfläche. Ja, kann sein, ja. Ja. Aber wir wollten noch mal was ernst, wir wollten zum Schluss noch mal ernst werden. Bernd, du wolltest noch mal sagen, also, was du noch hängen geblieben bist. Ja, wir haben ein Thema. Herzen und so weiter, genau. Sehe ich genauso. Und ich finde, dass er eben die große Chance, das zu verwandeln, dass das jeder versteht, hat er nicht genutzt, obwohl er die Vorlage hatte. Nämlich das, also mich hat es dann mehr überzeugt, so wie seinerzeit auch. Also wie gesagt, Merz scheint jemand zu sein, über dessen Luftschnappen ich irgendwie dann hinwegkommen muss und eben nicht nur über den ersten Eindruck aus dem ersten Moment nehmen würde. Der hatte mich auch bei der Carmen Mioska, erste Sendung überhaupt, war ja als Geister, hatte er mich auch überzeugt. Das heißt, vielleicht ist er doch besser, als ich dachte, weil man warum biedert er sich dann den Grünen an? Ja, weil er zieht Brandmauern zur AfD. Ja. Und er zieht keine Brandmauer zu den Grünen, zu den größten Versagern, also gesagt, die es politisch hier jemals gab. Aber also da muss ich ehrlich sagen, also deine Gleichsetzung von AfD und Grünen, da bin ich draußen. Mach ich nicht. Ich sage nur eins, wenn du eine Brandmauer setzt in eine Richtung, wo du Leute hast, die dir nicht gefallen, die dir politisch nicht gefallen, aber die ja hier heute Bilanz nichts angerichtet haben. Ja, aber deren gegen Kompetenz Leute, die was angerichtet haben, Aussagen im Programm sind, also sorry, aber raus aus der EU... Das kannst du also das kannst du auch nicht aus taktischen und strategischen Gründen, aus welchen Gründen auch immer. Brandmauer, geht AfD, kein Problem. AfD geht nicht. Aber dann machen bei den Grünen. Ja gut, aber bei den Grünen immer. Aber bei den Grünen kannst du immer noch sagen, also die haben zum Beispiel kann man nicht ernsthaft jetzt meckern. Ne? Also mit einem Kretschmann in Baden-Württemberg einen sehr wertkonservativen, dort sehr beliebten Menschen. Auch hier der jetzt kürzlich verabschiedete ehemalige Trittin war am Anfang ein Fundamentalist, und zwar Linker. Richtig so mit KPD, glaube ich, Hintergrund und. Das, die heimliche Freude bei irgendwelchen terroristischen Anschlägen, das ist später ein durchaus kompetenter Außenpolitiker mit einem hohen Realitätsgehalt geworden. Hat sich da wieder verändert jetzt? Das kann jetzt, ja gut, aber jetzt ist aber auch außer, jetzt kann er wieder drauf losreden. Herrn Fischer lasse ich mal ihn lieber draußen vor. Das ist für mich einer der immer weniger Sympathieträger gewordenen Figuren der ehemaligen Politik, muss man dazu sagen. Aber insofern würde ich sagen, da hast du natürlich immer noch irgendwie eine Bandbreite, wo ich nicht sagen würde, also AfD hast du jetzt nicht gemacht, okay, verstehe ich. Und Grüne, du kannst sagen, derzeit ist das grüne Personal nicht gerade dadurch geprägt, das führende grüne Personal, durch Kompetenz würde ich auch nicht so unterschreiben. Aber es ist schon noch ein Unterschied zur AfD. Ja, aber das meine ich. Der muss doch nichts sagen. Du kannst doch sagen, pass auf, wählt mich deswegen, weil ich werde das in Ordnung bringen, das in Ordnung bringen, das in Ordnung bringen, das in Ordnung bringen. Aber er hat ja nicht in der Koalition angeboten. Proaktiv vor, das war zwei Monate ist das her, oder drei Monate ist das her. Da hat er proaktiv gesagt, dass Schwarz-Grün für ihn eine super Option ist. Nein, das ist keine Option. Das ist aber dann auch immer mit dem Hintergrund, der Hinterkunft für links. Das Problem ist natürlich immer, du bist natürlich ein Scharfrichter, ne? In dem Sinne zu Recht natürlich auch ein falscher Satz und schon ist jemand... Nee, nicht ein Schalt, sondern es ist über eine lange Zeit auch von der Politik. Für mich ist das so, als ob die Merkel immer noch irgendwie drin ist. Aha. Diese Merkel-Vision. Also und deswegen frage ich mich das, warum macht das dann nicht? Ist da irgendwo noch, gibt es dahinter noch die Merkel-Geister, die so rumschwirren? Nein. Doch, wie heißt der hier aus Niedersachsen? Der angeblich ganz großer Kanzlerkandidat werden könnte. Ach so, du meinst nicht aus Niedersachsen, du meinst hier Günther oder was? Ah, Günther, genau. Ja, genau. Schleswig-Holstein. Das ist auch ein beliebter Mann und der ist ja nett. Siehst du, schon bin ich wieder, komme ich schon wieder nur. Der aber gerade auch irgendwie, war es nicht sogar, dass eine seiner Ministerinnen, weiß nicht, Frau Prien, gerade gefordert hast, dass die Deutsche, jetzt kommen wir schon wieder auf einem anderen Thema, Bildungsministerin abtreten muss, FDP-Mitglied, weil sie da irgendwie gefordert hat. Aber das sind jetzt alles Themen. Dieses Fass machen wir jetzt nicht noch auf. Also ich würde mir wünschen, dass Herr Merz einfach Opposition ist. Ja. Einfach aber nicht Opposition. Für immer. Nee, er soll hier heute jetzt klare Opposition sein, minus Luft schnappen und dann dann könnte er wählen und eigentlich muss er sich hinstellen und sagen, pass auf, ich will absolute Mehrheit, ich gucke hinterher mal, wer zu mir passt. Aber das macht die CDU eigentlich durchgängig so, das siehst du auch im Osten. Herr Thering hier macht das. Ja, und die machen auch hier, der Vogt zum Beispiel oder in Thüringen, glaube ich, oder wie auch immer, machen das auch alle. Das ist auch eigentlich politisches kleiner Einmaleins, dass du vorher nicht anfängst mit Koalitionsausgaben.
durchaus sagen, also insofern würde ich diesen einen Satz, den er vor 2 Monaten irgendwo mal geäußert hat, würde ich jetzt auch nicht so ernst nehmen. Also mich hat er zweimal, wenn er ein bisschen weniger nach Luft geschnappt hat und ein bisschen längere Sätze gesprochen hat, hat er mich durchaus überzeugt. Was nicht heißt, dass ich jetzt auf jeden Fall die CDU wählen werde. Aber die AfD werde ich definitiv nicht wählen. So. Du? Vielleicht auch nicht. Nein. Komm, hier, Bekenntnis. Ich kann das bekennen. Ich habe mit der AfD politisch, ich gehöre zu den ganz wenigen Menschen, die das Programm gelesen haben. Es gibt für mich 3 Punkte, mit denen ich nicht einverstanden bin. Ansonsten steht da alles drin, was in der CDU zu Zeiten von Helmut Kohl schon drin stand. Das ist nichts weiter als das CDU-Programm aus den 80ern. Aber ist einfach... Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist das eine... Und auch eine zum Teil einfach dann nicht mehr sachliche, sondern Ressentiment geleitete Migrationspolitik, ja. dann attackieren dazu die Politiker, die das gemacht haben. Ne? Die Menschen sagen, aber da steht da gar nichts von drin. Und das, was sie gesagt haben, ist jetzt so falsch nicht. Und ganz ehrlich, wenn man guckt, wie viele Sätze von denen heute andere sagen. Ja, gut. Anyway, Joghurt, meine Damen und Herren, ist erstens nicht nur weiß in der Kleidung und weiß trotzdem im Kopf. Nicht gut, aber... Er ist aber auch, vor allen Dingen hat er einfach ein gutes Herz. Und deswegen freuen wir uns. Und dieser Mann übrigens auch. Also er tut immer so grimmig und anti, aber auch dieser Mann namens Boris Brandt hat ein gutes Herz. Ich kann es bezeugen, sonst sehe ich ja gar nicht hier. Wir machen einfach weiter und unterhalten uns. Und ihr seid hoffentlich gut unterhalten. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.